Schwarz, die Charlotte Kershi. Und nun kommt zu uns in die blaue Ecke ein Mann aus der lettischen Hauptstadt Riga. Ich rufe Semjons Mauše. Meine Damen und Herren, diese Begegnung im Super-Weltergewicht ist angesetzt auf die Distanz von 6 Runden. Ringrichter ist Herbert Uhrig, Punktrichter Uwe Lorch und Bernd Hupfer. Und damit darf ich Ihnen die Boxer im Einzelnen vorstellen. Beginnen mit der roten Ecke. Dieser junge Mann in der blauen Hose wog 69,8 Kilogramm beim gestrigen Wiegen. Er bestritt bis dato 13 Profikämpfe. Davon konnte er 11 gewinnen, 7-mal durch Knockout, nur eine knappe Niederlage und ein Unentschieden. Bitte begrüßen Sie in St. Ingbert aus der Schweiz die Charlotte Kershi! Wir kommen zu dem Boxer in der blauen Ecke mit der schwarzen Hose und einem offiziellen Kampfgewicht von 68,9 Kilogramm. Er bestritt bis dato 36 Profikämpfe. Davon konnte er 16 gewinnen, 6-mal durch Knockout mit 19 Niederlagen und einem Unentschieden. Er hat hier in St. Ingbert in den letzten Wochen trainiert und mit Jürgen Doberstein Sparring gemacht. Darum einen ganz herzlichen Applaus aus Riga in Lettland, Semjons Mauše. 6 Runden Super Weltergewicht. Ringfrei, Runde 1. Thank you.
Das war die erste Runde. Meine Damen und Herren, ein paar kurze Informationen zu unserem Gast aus der Schweiz in der roten Ecke. Da lasse ich Sie das Norm Girl genießen und die Informationen zu den Boxern gibt es dann in der nächsten Pause. Ringfrei zur zweiten Runde. Кого сделать? Unsere sensationellen Nummern Girls gewöhnt haben. Jetzt ein paar kurze Informationen zu unserem Gast in der roten Ecke aus Brisago in der Schweiz. Er ist 1,76 Meter groß, 28 Jahre alt, Profi seit Februar 2009. Und in seiner Ecke begrüßen wir hier in St. Ingbert seinen Manager und Trainer Dino Caputo. Und damit ringfrei zur dritten Runde.
dużo gwitek jest na nim. Вернулся, правильно. Wir werfen einen Blick in die blaue Ecke zu unserem Gast aus Lettland, Semjon Moroshek. Er ist 1,80 Meter groß, 25 Jahre alt, Profi seit gut 4 Jahren. Und wie gesagt, in dieser Zeit hat er schon 36 Kämpfe absolviert, ist keinem Gegner aus dem Weg gegangen. Und in seiner Ecke, Sie werden es vielleicht erkannt haben, begrüßen wir Leo und Eugen Doberstein, der Vater und beziehungsweise Bruder von unserem Lokalmatador. Herzlich willkommen. Und damit ringfrei zur vierten Runde. Давай, чтобы с победой уехал, а? Соберись! Давай!
Не, он красиво попал, наверное. Zur fünften Runde.
selten so einen heißen Tanz gesehen zur Eröffnung einer Veranstaltung. Bevor wir zum offiziellen Urteil kommen, meine Damen und Herren, bitte einen ganz großen Applaus für diesen tollen Fall. Offizielle Urteil. Ringrichter Herbert Uhrich zählt unseren Gast aus der Schweiz nach 2 Minuten der 5. Runde aus. Und damit Sieger durch K.O. in der 5. Runde aus Lettland, Semjons Mosel! Und einen großen Applaus für einen tollen Fight für unseren Gast aus der Schweiz, Isariot Gashi. Dankeschön.